Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2013. Oh ja. Und er besät gerade unser neu gekauftes Feld. Das tut unserer Brieftasche gar nicht gut. Wir haben nur noch 4600. Und der Raps wächst ja auch schon schön. Ja, schön ist das nicht. Für einen Farmer ist es schön. Sagen wir es mal so, Also, hört einfach nicht hin, was ich sage. Besten nix. Egal. Tonio? Ich will das hoch. Na, egal. Ja, was wir... wir haben uns jetzt eben das Feld dorthin gekauft, damit wir jetzt genügend Geld bald für ein neues Feld haben. Nämlich das riesengroße hier. Und das wollen wir uns unbedingt kaufen. Wie eben gesagt. Wir müssen natürlich aber mal eben gucken. Was könnten wir in der Zwischenzeit machen? Wir können uns kein neues Spielzeug kaufen. Was kann man in der Zeit machen? Ah ja, das können wir machen. Das war ja super. Oh, geil, sogar hier. Ich mag es irgendwie hier zu mähen. Machen wir mal. Und die 2. Und natürlich das Licht an. Das muss natürlich immer an sein. Sonst bekommen wir ja noch eine Strafe oder sowas, was hier in diesem Spiel gar nicht geht. Immer schön korrekt bleiben. Was laber ich da für eine Scheiße? Uah. Ich müsste eigentlich schon an meiner Scheiße im Mund ersticken, wie auf dich Schwester, glaube ich. Was laber ich da für eine Scheiße? Das ist wirklich an. Spacken. Multiplayer war geil. Das kann das Spiel von uns. Von mir. Von Andreas und mir. Schade. Naja, wir fahren jetzt mal eben hier entlang und dort entlang und keine Ahnung wo. So. Wir haben übrigens. Ja, nee. Das hat jetzt hier eigentlich nichts zu suchen. Übrigens nur so ganz nebenbei, ich nehme das hier gerade eigentlich auf, obwohl ich gar keine, nicht so richtig Lust auf den Landwirtschaftssimulator habe. Ich habe Lust auf das Spiel zu spielen, aber ich habe keine Lust, das jetzt irgendwie zu spielen. Also das hört sich irgendwie, sind es zwei Kompromisse, aber... Also ich möchte das Spiel gerne spielen, aber irgendwie habe ich darauf keine Lust, weil wir uns kein neues Spielzeug kaufen können. Aber ich nehme das hier gerade nur auf, weil ich keine Folgen mehr habe. Also ich habe Lust auf das Spiel, aber wir können uns keine neuen Spielzeuge kaufen, deswegen macht das wohl dann nicht so viel Spaß, wie ich jetzt immer haben will. Wenn man das so sagen kann, darf. Ich will ein neues Spielzeug. Einen Traktor oder einen neuen... neue Erntemaschine oder sowas. War schon schön. Oh, und es wächst gerade. Es ist gerade gewachsen. Das ist auch gut. Hier können wir, glaube ich. Nee, können wir noch nicht. Was ist denn hier passiert? Ach, hier wächst das schon. So, ja, ich habe jetzt Beschleunigen an, deswegen. Wächst es dort schon und dort nicht. Suboptimal. Naja. Ich werde mal eben ganz jetzt mit dem Düngerstreuer schon mal dort hinten hinfahren. Und ich meine, man kann mir... Oh. Ja. Super gemacht. Ich könnte... Nur das Wissen. Habt ihr darauf Bock? Ja komm, ich zeig euch mal ein bisschen das Wissen. Wieso kann man die Düngersteuer senken? Don't understand. So, ich glaube, das geht hier sogar. Also, gehen tut es sowieso, aber... Ach komm. Das wäre jetzt ein bisschen Verschwendung, aber... Das soll's. Sogar sehr viel Verschwendung. Ach, man kann auch das Feld vorher, stimmt.
Vielleicht hätte ich das machen sollen. Vielleicht, ja, ich mach das einfach vorher, das Feld. Komm. Erlauben wir uns mal den Spaß. Ja, ja, komm. Eine wertvolle Sachen. Oh, ein Sonderangebot. Amazon Z billiger. Noch 30 Stunden. Werde ich mir gleich mal angucken. Danke für die Info. Oh, jetzt haben wir doch mal ein bisschen was zu tun, wa? Leute, ich hab doch B. What the fuck? Ich hab, glaube ich, vorgedrückt. Mist. Egal. P. Sonderangebote. Mods, ja. Sonderangebote. Oh, da gibt es sogar richtig viel. Was ist das denn? Gruber bereit, hier fällt der nächste Schritt vor. Keine Ahnung. Brauche ich nicht. Ist das eine Seemaschine? Ist das eine Seemaschine? Ja. Seen von Weizen, Raps und so weiter. 3 Meter. Alter. Was ist das denn? Seen von Mais und Zuckerrüben. Interessant. Alter, wie viel im Angebot ist. Weizengerste. Okay. Das meiste hiervon können wir uns gar nicht leisten. Ne, Spritzen brauchen wir nicht. Wir haben eine gute Spritze. Die spritzt auch alles ab. Wie lustig. Sollen wir uns den kaufen? Komm, den kaufen wir uns mal eben. Einfach so aus Spaß. Das ist das erste Mal, dass wir uns das leisten können. So ungefähr, zumindest. Naja. Okay, das hier brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. Nee, hier brauche ich nichts machen. Wie weit ist denn das Feld? Ist im hohen Wachstumsstadium. Also bald ist es fertig. Wir müssen noch mähen und unser neues Spielzeug ausprobieren. Der ist ja lustig. Putzig. Und wie schnell ist der? Krass. Ganze 10 Meilen, Kilometer pro Stunde. Nein, den habe ich eigentlich nur gekauft wegen den Eiern. Um uns dorthin zu teleportieren. Das sieht lustig an. Der kann sogar Gras aufnehmen. Den brauchen wir aber nicht. B. Ja, ich habe den eigentlich nur gekauft, um... Oh, der hat eine direkte Lenkung. Dort hinten, wegen für die Eier, wie schon gesagt. Wie lange es dauert, hinzufahren. Oh, das ist ein Hufeisen. Ein Hufeisen. Hallo? Jawohl. Ich weiß immer noch nicht, was die Hufeisen bringen, genau. Aber ich glaube, das bringt Geld. Irgendwann mal. Kann das sein? Kann das sein? Ja. Wir müssen jetzt endlich mal hier zu dem... zu der Eierannahmestelle. Dauert ja ewig. Ja, komm. Hier, mach Platz da. Endlich dort. Da ist es, glaube ich, hier. Hier um die Ecke, ne? Ja. Damit auch gar kein... ja, gar kein anderer daran kommt. Sondern dass sie nur durch unsere Eier abhängig sind. Stelle ich hier mal genau hier hin. Wir haben jetzt gar keine Eier dabei. Doch, hatten wir. Oh, super. Aber hauptsächlich wollte ich ja jetzt hier mähen. Okay. Wir müssen wohl, wie es aussieht... das Feld ist immer noch nicht ganz fertig, gut. Ich lasse es uns noch ungefähr... ist das nun mal... eingeht. Ja. Eingeht einfach. Wie lange dauert denn das? Gut, dann können wir dort vorne jetzt mal loslegen.
Ja, man kann sogar mit der dritten Stufe fahren. Krass. Wusste ich gar nicht. Wieso bin ich nicht mal mit der zweiten Stufe gefahren? Kriegen wir noch einen höheren Zeitbonus? Höheren Zeitbonus. Ist ja wie gratis. Oh ja. Ich liebe hier unseren Lehrer. Also no homo mäßig. Falls das jemand sehen wird, es ist nicht böse gemeint. Boah. Manche mögen unseren Lehrer nicht, aber ich mag ihn. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn nicht mögen. Also Andreas, der mag ihn eigentlich auch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Komm. Nein. Muss ich. Achso, ich habe da noch viel zu stehen. Ja, okay. Oh, Zeitbonus. Kein Zeitbonus, sondern Zeitbonus. Ist das jetzt auch hier. Das Feld ist ready. Das Beschleunigen machen wir. Das Zeitbeschleunigen dort oben rechts, was dort eben war, machen wir wieder weg. Dann werden wir mal den Mähdrescher anschmeißen. Damit er hier schon wieder mähen kann. Wenn wir, glaube ich, wieder einen Helfer einstellen. Ja. Klingt sinnvoll. Der ernte hier dann das Raps. Der stand dort eben im Weg. Ja. Der steht hier im Weg. Komm, fahr mal weg hier. So. Ja, genau. Nicht in dem Sinne. Nicht sliden. Wegfahren. Da. Den werden wir dann mal hoch. Wie kann ich ihn da auswählen? Das ist wegen der Karte, ne? Geräte wechseln, Seemaschine senken, Helfer einstellen, Saat. Seemaschine zuklappen. Das ist nur dieses kleine Ding dort. Ich verstehe das immer noch nicht. Spureisen. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir müssen vorher probieren, kann das sein? Müssen wir nicht. Keine Ahnung, Gruppe macht Spaß. Wie oft habe ich eigentlich eingestellt hier? Alle 2 Minuten, gut. Ja, vielleicht sollte ich mal jetzt hier den abkoppeln. Oh, brauchen wir nicht. Also wir haben keine Palettengabel mit Frontlader. Ein Frontlader mit Palettengabel, nicht so rum. Wir werden mal eben ganz kurz hier wieder ausleeren. Na komm, na verschnell. Na komm, schnell. Was laberst du? Schneller? Jawohl. Das Feld dort vorne ist dann auch. Also wächst auch. Jetzt haben wir schon 2 Felder, das finde ich super. Super und. Ja, ich meine, die Folge ist schon wieder um. Ich werde nochmal eben kurz die Zeit totschlagen, weil ganz rum ist noch nicht. Entschuldigung, da muss ich eben aufstoßen. Oh. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge bei Landwirtschaftssimulator und der Weg des Müllmanns. Keine Ahnung. Was laberst du für Scheiße? Okay, tschüss.